So, meine Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zu Geil, geil, Renato Kaiser. Zu der gewagtesten Farbkombination von dem Mode frühen Herbst. Bam! Ein gesundes Weihnachtsrot kombiniert mit einem nice Berryrosa und sieht man das? Olivdrecksgrün kombiniert mit 10 Jahre alten Schmutzwanderschuhen. Nimm das, Mode. Ja, ich mache das da eigentlich nur, wenn mir ab und zu vorgeworfen wird, dass ich relativ zu spät sage, wo ich so bin. Und das trifft mich persönlich. Und darum mache ich etwas dagegen, weil ich bin erwachsen, okay? Also, vom 17. bis zum 21. Oktober ist Spoken Word Festival Words. Words. Aber dort bin ich gar nicht. Aber ich mache Werbung für dich auf Social Media und es ist schön dort. Geh dort hin, okay? Ah ja, und das ist Luzern. Und ja, übrigens, weil ich unterwegs bin, habe ich überhaupt keine Zeit und Nerven, um da noch so etwas draufzuschreiben auf dem Display. Das heisst, ich muss einfach zulassen. Und dann selber schauen, wie Erwachsene. Und am 18. Oktober habe ich eine Soloshow in der alten Fabrik zu Rapperswil. Rapperswil, das ist der Ort im Kanton St. Gallen, wo die Leute nicht so reden, wie es der Kanton von ihnen verlangt. Rebellen. Ja, Rebellen, habe ich gesagt, bevor ich mir mit aller Wucht die Stöpsel aus dem Ohr gerissen habe. Aber es ist alles live, kommt alles drauf, weißt, so bin ich. Am 19. Oktober bin ich zu Thun. Bei Thun ist nirgends. Das ist so eine Lesebühne. Mit Michael Frey, Remo Rickerbacher und Marco Gurtner. Die haben irgendein Jubiläum. Und ich soll die Roast beleidigen. Und das mache ich. Gern. Das sind nämlich alles dreckige, hure Wumpi-Bumpis. Und am 24. Oktober bin ich zu Zürich. Also eigentlich zu Volkertswil. Also, ist wie Zürich. Also, alle die, die es in Zürich geschafft haben, gehen auf Volkertswil. In Volkertswil habe ich eine kleine Soloshow im Rahmen von Zürich liest. Und jetzt muss ich kurz nachschauen, was sonst noch los ist. Hey, bis gerade, gell? Hey, bis nachher, mach's gut. Ciao, ciao, tschüss, ciao, ciao. Zürich liest finde ich auch eine super Veranstaltung, weil einfach zum darauf hinweisen, Zürich liest im Fall auch, gell? Also, nicht, dass ihr meint. Nicht nur Koks und komische Musik und so, sondern auch Literatur, gell? Am 26. Oktober bin ich zu Olten. Das heisst nicht Olten-List, aber die lesen auch manchmal Geburtsanweisungen. Sau glatt. Im Obristhof. Soloshow Olten Obristhof. Nein, nicht Olten. Hure sei, sicher nicht Olten. Ich gehe nicht auf Olten. Wäh, geht's noch. Das ist in Oftringen. Das ist gerade neben Olten. Dort Arburg Oftringen, dort wo es das Gefängnis ist. Dort sind alle Oltener. Das ist so wie früher noch zu Australien. Auf Australien sind alle englischen Kriminellen, britische Kriminellen gegangen und dann ist ein ganzer Kontinent entstanden, boom, aus dem Nichts. Und alle Kriminellen von Olten haben schlussendlich noch Aufträge erschaffen. Aber hey, los, Aufträge, schau geil. Obristhof! Schau, und jetzt wird es saumässig kompliziert. Am 28. Oktober, am Sonntag, ist Rausstichten im Le Singe zu Biel. Aber ich bin nicht dort. Das ist verrückt. Aber das Rausstichten ist trotzdem, und zwar mit dem Alex Burkhardt, einem deutschsprachigen Poetry Slam Meister. Und ich bin eben nicht dort, weil ich am 28. Oktober Kaiserschmarrn habe im Casinotheater und dort keinen Fehler, weil Kaiser, ich heiße Kaiser und das heisst Kaiserschmarrn und darum muss ich gehen. Aber ich gehe auch gern. Hat nämlich super Gäste. Nämlich der Dominique Deville und das Fräulein der Gapo, beides mega Buslen. Und das ist eine Late-Night-Show. Ich bin dort der Host. Und außerdem ist noch bei Jane Mumford, Patti Basler und Stroman Kautz. Ja. Und am 29. Oktober ist Rauschdichten zu Bern im Musikbistro. Ebenfalls wieder mit dem Alex Burkhardt und dann auch mit mir. Da komme ich dann wieder ran, weil dann habe ich nichts anderes. Und das wär's dann auch schon mit dem Oktober. Im November sind dann noch die deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften in Zürich. Das heisst, die besten Slam-PoetInnen aus dem deutschsprachigen Raum treten gegeneinander an. Und das in Zürich. Und dort bin ich auch. Einerseits bei der Eröffnungsshow am Anfang. Ich muss selber schauen. Eröffnungsshow trete ich auf und ich moderiere noch eine Vorrunde auch irgendwann. Aber sag ich dann noch. Und schaut doch selber. Schaut doch, ja.
Das ist ein Shooting für eine Hochzeit ohne mich. Trete nicht auf, bin auch nicht involviert im Heiraten dort. Aber geht doch auch dort hin. Fragt dann einfach sie. Und jetzt ist die Sonne rausgekommen und ich habe sehr heiß wegen dieser Schießkappe. Aber es ist keine Schießkappe, es ist von The Roots. Das ist so eine Nachwuchs-Hip-Hop-Crew aus Dietliken. Kann ich sehr empfehlen. Und auch sehr empfehlen kann ich die Kategorik. Die lasse ich jetzt einfach gerade über die lustigen, das ist ganz neue Kopfhörer. Die ist wirklich sehr gut, sehr jung und sehr gut. Und ich fühle mich jetzt auch richtig, richtig jung und hip. Und morgen gehe ich auf Winterthur. Und zwar gehe ich den Spiegel schauen vom FC Winterthur, Frauenfußball, mit unter anderem der wunderbaren Sarah Kanchi. Geh einfach schauen. Könnt auch schauen, die sind super. So, das war es. Sind wir zufrieden? Ist das gut? Kommen wir da? Ich fände es gut. Ich habe jetzt auch gebastelt. Wie ein Erwachsener. Ich muss gar nicht näher kommen. Ja. Da unten ist ja gleich das Mikro. Ist ja gleich. Bis dann. Geil, 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 Renato Kaiser.